Hallo liebe Leute, ich bin hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Diesmal als Beastmaster, damit ich es rausbringe, in der Silberbruchmine. Der ist zurzeit 443, spielt Schmelztiegel, Erinnerung an den Klartraum und Atem der Sterbenden. Und dann haben wir noch Alpha-Tier Basilisk, das Bullen der Aufopferung und Spinnengift. Und jetzt schauen wir erstmal, was die hier vorhaben. Wir können sogar dem hier direkt Spinnengift geben. Einfach damit er nicht weiter rein spammt. Da zieht er sogar Insignia, das heißt, wir können ihn stunnen, wobei der Healer hat ihn hinten gesackt. Das heißt, wir gehen für den Healer, stunnen hier den Healer, können unseren Basilisk oben draufstellen. Kicken direkt seine Essenz hier, einfach nur ein bisschen Druck rauszunehmen hier gerade. Dann bubbelt er hier auch schon, da kommt Magie-Diffusion vom Mönch, das ist allerdings zu wenig. Das sieht mir allerdings nicht aus, als würden die für die Loren hier gehen, sondern das pushen die für die anderen. Deswegen versuchen wir hier mal zu slowen. Legen hier noch ein Leuchtfeuer mit rein. Der Pali hat allerdings kein Defensive mehr, auch wenn ich gerade hier das Ding gebrochen habe, was nicht allzu schlau war. Aber die haben einen zweiten Healer dabei. Wir versuchen mal den Schurken hier ganz fix zu killen. Ja, da werde ich den stellen, das ist nicht gut. Ja, die sind direkt für die Offloren gegangen. Das ist nicht so gut für uns. Wir sind aber auch ein bisschen gesplittet hier. Der Kick hat sogar getroffen. War zwar nicht meiner, aber der vom Magier. Damit haben wir einen Heiler down. Wir könnten sogar noch ganz, ganz fix oben die Lore klauen gehen, wenn wir jetzt schnell sind, wenn ich dann irgendwann aufbauen darf. Irgendwie droppe ich nicht Combat, obwohl mein Pet neben mir steht. Das ist sehr, sehr mysteriös. Jetzt, oh mein Gott, ist halt überhaupt was passiert. Der kriegt Frostschock, er pinnt mich. Er hätte mich lieber slowen sollen. Der Pin bringt jetzt nicht allzu viel. Er geht nämlich da alleine rein. Ich hätte vielleicht Knockback-Trap spielen können. Wir können aber auf jeden Fall den Magi hier rausholen. Bitte freeze nicht. Warum hat er den gerade gegrippt? Das war irgendwie nicht die schlauste Idee gerade überhaupt. Den können sie aber killen. Wunderbar. Abmounten wollen wir nicht. Das bringt uns nichts, weil wir müssen ganz, ganz fix in den Ring vorne rein. In der Hoffnung, dass wir den doch kriegen. Das sollten wir sogar kriegen. Wir können den Schurken hier killen. Wir hauen Leuchtfeuer ran, damit er hier nicht vanischen kann. Wir stehen alle drin, wir kriegen auch schon den Tap. Jetzt stunnen wir den Schurken gleich nach 2 Sekunden. Stirbt allerdings eh schon. Den Mönch können wir hier nochmal draußen stunnen, damit wir definitiv kriegen. Können wir slowen, wird wahrscheinlich gleich Karma noch werden, oder? Nee, gar nicht mal. Wunderbar, da haben wir sogar noch geklaut. In der Mitte wird es jetzt allerdings kritisch werden, weil die halt den Respawn unten haben, beziehungsweise der ganze restliche Zerg von denen unten war. Das heißt, wir haben da ein bisschen Struggle eventuell. Jetzt müssen wir schauen. Wir gehen für die Mitte, denke ich, mit der Gruppe hier. Wir können sogar von oben reindroppen, damit sie es eventuell nicht merken. Ist ein bisschen ungut immer, weil man halt den Ding sieht, den Schatten von oben, das hier. Da war ein Schurke, wir haben Leuchtfeuer raus, in der Hoffnung, dass wir vielleicht den Schurken finden. Das war zumindest ein netter Fall. Schau mal, der pinnt mich instant. Jetzt werden wir ihn gleich kicken, sobald es geht. Schauen wir, ob er überhaupt was castet. Wir slowen ihn da hinten mal. Cocoon auf sich selber. Jetzt werden wir den Schurken, weil dann ist das schon wieder unsere Lore hier. Der Schurke attackt mich, aber... Achso, mein Pet ist gar nicht da, oder? Ne, mein Pet kommt nicht runter. Das springt ja gar nicht runter. Ihr wisst, neues Holzfix. Da kommt's erst. Ich dachte mir gerade, warum kommen meine Fähigkeiten nicht an? Ich bin guter Hunter. Ich habe mega Bock auf Marksman. Deswegen werde ich jetzt mal schauen, dass ich mal mein Gear ein bisschen optimiere dafür. Meine Trades sind sogar gar nicht so schlecht beim Azeri-Zeug, aber jetzt ist halt Item-Level wieder höher und dann mal schauen. Das Ding ist, in Arena will ich Beastmaster spielen. Aber in BGs und Co. Marksman ist das so lustig teilweise. Da ich gerade erst beim Alderaktal-Event die ganze Zeit nur Marksman gespielt. Du kannst so viele nice Plays mitmachen. Und das ganze Pet-Control-Stuff war generell nie so mega meins. Aber wir können hier noch den Magier kurz zerlegen. Unten kriegen wir anscheinend eh nicht mehr. Das heißt, es lohnt sich gar nicht mehr recht für unten zu gehen. Die fährt nämlich eh schon rein. Werden wir gar nicht kriegen. Hat Ali getappt. Da ist einer Sept. Mitte geht durch für uns. Jetzt werden wir nach oben gehen. Leuchtfeuer könnten wir raushauen. Allerdings schauen wir erstmal, ob hier was los ist gerade. Jetzt haben wir ein Leuchtfeuer rein. Da ist ein Hunter mit dabei. Die wollen sogar klauen gehen. Jetzt kicken wir erstmal den Mönch hier. Beschwören instant unsere CDs. Schauen, dass wir nicht zu sehr am Rand stehen. Weil wenn der mit Ring spielt, dann bin ich ein bisschen am Arsch gerade. Das wollen wir nicht. Der Hunter geht allerdings alleine nach vorne. Der spielt wahrscheinlich Explosive Trap. Er steht nämlich sehr, sehr auffällig da vorne. Wenn mein Pet ein bisschen schneller wäre, dann könnte ich auch wieder Schaden machen hier. Okay, haben wir schon down. Kann sein, dass der Schurke noch irgendwo gegammelt. Deswegen hauen wir mal Leuchtfeuer noch mit rein. Eventuell noch eine Slow Trap auf die Brücke drauf. Damit der Schurke hier... Kann sein, dass er schon durch ist. Also jetzt müssen wir schauen, ob der Ele hier eventuell auf die Fresse kriegt. Deswegen immer guten Blick drauf halten auf den... Auf die Unit-Frames auf der Seite. Ob da was passiert? Hier defft sogar gerade keiner. Da hauen wir uns einfach mal rein. Jetzt ist allerdings mein Pet wieder weg. Jetzt könnten wir das sogar kurz frei lassen und nochmal neu beschwören hier. Sonst brauchst du es wieder 10 Minuten bis unten ankommen. Ah, da war es sogar schon. Der war ein Day, Mann. Ich wusste gar nicht, dass das so schnell ist jetzt. Das ist immer nur dann langsam, wenn ich es gerade brauche. Okay, die gehen für unten wieder. Ich denke nicht, dass wir da was aufhalten können. Ich mache irgendwie nicht recht Schaden hier bisher. Ist mehr so, ich bin halt da.
Können die Essenz hinterher ballern. Der Hunter springt da drüben rein. Können sogar hier CDs ziehen. Könnten mal hinten nachspringen und unsere Basilisken da vielleicht reinlegen. Auf den Retri, würde ich mal sagen. Ich denke nicht, dass wir hier was kriegen. Wobei, wenn wir einen gekillt kriegen hier, dann können wir sogar die Lore noch klauen. Aber das sieht mir nicht danach aus. Wir sacken uns direkt mal. Oder auch nicht. Irgendwie geht mein Sack-Makro gerade nicht mehr. Das ist auch nicht gut. Nee, das kriegen wir nicht mehr, weil wir keinen Kill kriegen. Wir sind halt ein Tank und ein Heiler. Tank und Heiler, keine gute Kombination hier unten beim Einnehmen gerade. Ist nur beim Deffen nicht allzu schlecht. Wir können den Pali hier mal slowen. Wir stunnen in seinen Pferdsprint hier gerade kurz mal. Also noch ein Pferd rein. Ich hätte vielleicht mit Ding spielen sollen. Mit, der hat gewanished. Den können wir sogar wieder aufdecken. Ich hätte vielleicht mit Ding spielen sollen. Wie heißt es denn nochmal? Mit den Vögeln. Ich habe nicht gerade die BVE-Specs drin mit Alpha-Tier. Hätte ich vorher noch schauen müssen. Die Vögel wären sogar gar nicht bad, weil du kannst halt immer rausballern und machen gut Schaden hier auch. Was haben wir da nochmal? Ein Mönch, der hat allerdings Karma an. Ich weiß nicht, ob ich rein damagen soll. Okay, jetzt ist es stunned. Ich glaube, der Dude hielt sich nochmal, ja. Dann breaken wir der Karma einfach mal durch. Der spielt aber sehr viel Karma. Jetzt ist es aus. Jetzt schauen wir nochmal, ob der Shurk hier was macht. Den können wir gleich Infight holen. Wir slowen ihn hier. Wir gehen kurz hier Freedom. Ah, Freedom Sprint. Wenn wir es ein bisschen Abstand halten können. Wobei, der wird eh schon weggegrippt. Ich würde hier so gern reingehen, aber ich komme gerade rein. Können wir uns mal selber healen. Essenz Heal können wir auch nochmal usen. Dann haben wir wieder zwei Aufladungen und können vielleicht hier beim Hunter... Schau mal. Ah, komm, Alter. Das Timing. Das Timing von der Shell gerade so ungut. Die kam exakt in dem... Wow, den hast du gerade gelöscht. Die kam exakt in dem Moment, als meine Ability durchging. Jetzt können wir den hier slowen. Der will uns nämlich hier die Lore klauen. Deswegen schauen wir, dass wir drinnen stehen bleiben. Da kommt allerdings ein Feral auch noch mit dazu. Den können wir eigentlich gleich trappen. Wir trappen den Feral hier. Wenn er in sie zieht, dann werden wir Target switchen. Können wir den Schurken stunnen? Wir könnten hier ganz kurz totstellen. Ah, er kriegt mich sogar noch mit Kidney. In dem Moment. Purgen hier eventuell die Dornen, wenn mein Pet hier kurz herkommt. Kriegen wir leider nicht. Gehen aber trotzdem auf jeden Buff uns hier kurz mal Damage-Verringerung. Haben aber Iron Bark auch noch drauf vom Druid hier. Springen wir dann in den Ring rein. Schauen, dass wir hier ein bisschen slowen. Schauen, dass Leuchtfeuer drauf liegt, damit der Schurke hier nicht weg kann. Der wird nämlich eh da in der Mitte festgehalten gerade. Sprintet raus. Ich weiß nicht, was gerade der Plan war, aber das ging ihm zumindest nicht auf. Können hier nochmal den Hunter... Oh mein Gott, ich will über die Trap gerade nicht reden. Die gehen gerade irgendwo hin. Da geht nochmal Karma raus. Wir können sogar schellen, dann geht sein Karma, macht mir keinen Damage und er kriegt die Heilung nicht. Ja, er kriegt zwar trotzdem die Immunity, aber er kriegt die Heilung nicht von Karma. Weil wir gerade vorher gesehen haben, dass er mit dem Talent spielt, deswegen können wir das ein bisschen outplayen. Dann würde ich sagen, wir purgen die Mini-Bubble, oder? Pet? Go her, purge. Das kriegen wir killen jetzt den Retri, würde ich sagen. Wichtig ist, dass wir mehr sehen in der Lore, innerhalb der Lore, als die anderen. Jetzt werden wir schauen, dass wir den Pali, wobei der geht auf den Pali. Können den Pali außerhalb nochmal stunnen, legen ihn in eine Slow Trap, schauen, dass wieder Leuchtfeuer liegt. Den Pali könnten wir sonst kicken auch noch. Spinnengift bringt nichts, weil das nur was bringt, wenn er Schaden machen würde. Aber das sieht gut aus. Ich habe zwar nicht sehr viel Schaden gemacht, aber Leuchtfeuer können wir nochmal reinhauen. Haben wir ihn nochmal? Ganz hinten rennt er weg. Der Mari geht rein, der geht für den Execute. Mein Pet ist auch drauf. Ach komm, Alter, jetzt lässt er den nochmal restaffen. Was macht er halt? Schade. Gut, Schaden haben wir nicht so viel gemacht. Ich war immer so im letzten Moment beim Zerg. Erst also ganz jetzt hier am Ende nochmal, dass ich beim Zerg halbwegs dabei war. Ansonsten ging eigentlich das BG. War recht witzig. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht, mir meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein. Ciao.